So Leute, herzlich willkommen, ja, zu einem weiteren Tag und weiterhin mit Clash Royale. Eigentlich müsste heute, glaube ich, die neue Season beginnen, soweit ich mich erinnern kann. Ich denke mal schon. So, öffnen wir mal die ganzen Kisten, Truhen und so weiter. So, was haben wir denn da schön? Also, natürlich einen kostenlosen Sack nehme ich gern. Problem, Heilung, ja. Brauche ich eigentlich jetzt nicht gerade. Rest auch irgendwie. Naja, 90 Minuten, so. Kämpfen wir mal. Und lassen uns mal überraschen, wie es da sein wird. Na, was mach, aber natürlich kommt der King Halili da schon direkt wieder am Anfang mit so einem Kack-Luftangriff. Ja, super, ich habe keine Abwehr-Ding. So, mein erster Turm verschüsst sich jetzt. Nicht gerade ideal. Mal nicht gerade ideal. Speziell am Anfang schon. So, haben mal die eine da nieder. Brav. So, Banditin kann mal her und spielt eine Runde mit meiner Valkyrie. So, der wird bestimmt jetzt wieder mal einen Luftangriff starten. Da hat sich nicht ausgehut. So, Riesenskelett mal. Oh, Skelettarmee. Zum Glück hatte ich die direkt einsatzbereit. Jetzt wird er sicher noch mit dem Luftangriff kommen. Bin mir da ziemlich sicher. Ja, habe ich ja gesagt. So, meinen Drachen hin platzieren. Komm, Babydrache. Schieß mal seinen Ding da ab. Oh, Mauerbrecher. Banditin. Ja, ich denke mal, es müsste sich ausgehen. So, noch das Riesenskelett nach unten hin platzieren. So, Schweinereiter. Und jetzt müssen wir es schaffen, oder? Ja, komm, Mauerbrecher. Dann halt nicht. Naja, aber trotzdem, gewonnen haben wir. So, was will denn der denn jetzt machen?
super. Ich habe da nur Babydrachen. Ich habe zu wenig Elixier für den. Okay, es ging sich sogar relativ gut aus. Ich hätte jetzt nie damit gerechnet, dass ich da seinen Turm störe. Oh, Banditin noch. Hey, Banditin, falsche Richtung. Oh, die Mauerbrecher. Ja, er hat aufgegeben. Ja. Kann man mal machen. Weg damit euch. Ja, da wäre jetzt die Walküre gerade angenehm. Momentan nicht frei, was soll ich denn da groß einsetzen? Mal ein wenig näher, Magier. Scheiße, drüben Banditin. Scheiß Banditin. Der Schweinereiter. Jetzt kommt er dann noch. Mit der Lakaienhorde. Okay, wenigstens ausgeglichen haben wir. Brav. So, dann schicken wir mal einen dunklen Ritter nach unten. Das Riesenskelett hinterher. Der Schweinereiter. Weg mit dir. Oh, die Banditin noch. Schweinereiter. Ich probiere ihm da ordentlich Druck aufzubauen. Oh. Skelettarmee noch. Und wir haben den Sieg. So. Mega Skelett auch runterschicken. Komm, auch die kleine Skelett ist da über den Haufen. Blip. Laufe Banditin. Das
So, erster Turm verabschiedet sich mal. Ganz auf die Schnelle. Lass den Scheiß sein da mit den Schneeballen. Komm. So, Valkyrie mal hinplatzieren. Ja, also ich finde es schade, dass ich die Banditin auf dem Main-Account nicht habe. Finde ich zu extrem. Jetzt noch Schweinereiter hinterher. So, die Mauerbrecher und dann müssten wir es eh bald haben. Ja. So, holen wir schnell die Belohnung ab. So, was habe ich da gesehen? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Die Feuerwerkerin habe ich. Soll ich die reinpacken? Statt? Ja, jetzt lasse ich die mal draußen. Auf jeden Fall Feuerwerkerin habe ich jetzt mal drin. Ja, Schweinereiter auch hinterher. Mal runter, brav. Ja, die Mauerbrecher noch hinterher. Was näher. Ham. So, ein Riesenskelett mal hin platzieren. Darf sein Prinz damit gern spielen? Komm, explodier! Ja, perfekt. So, die Banditin auch noch. So, und wir haben schon so gut wie gewonnen. Komm, zweimal raufhauen. Eins, zwei, ja. So, was nehme ich da? Ja, ich nehme meinen Wutzauber. Schauen wir mal. Wie weit wir da heute raufkommen oder nicht? Mauerbrecher, dann schicken wir das Riesenskelett hinterher. Okay, ist der AFK. Hat fast ein Haus. Komm, mal schnell ausnutzen. Okay.
Seine Valkyrie verabschiedet sich jetzt sowieso. Okay, Babydrachen da jetzt auch noch. Ja, so ein Arsch. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er das Koboldfass nutzt. Was will er denn machen da mit seinem Mini-Biker? Da rechts schicke ich mal die Banditin nach unten. Und die Mauerbrecher. Ja, so kann man drüber reden. Ja. Nee! Ja, genau jetzt kommt er und macht einen Angriff drüben. Scheiße, der hat nur gewartet, bis ich da einen Drachen einsetze. Ach du dicke Sei. Ich hab da keine Verteidigung gegen Luft. Außer ein Babydrachen, aber den hatte ich ja bereits drüben raufgeschickt. Weg da mit euch. Ja, scheiße. Oh, 2 zu 2. Komm, 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 komm. Geht denn da jetzt? So, schicken wir mal die Mauerbrecher nach unten. Natürlich. Ah, er kommt mit Mini-Bäcker. Auch noch. Kommt er mit dem Luftangriff? Scheiße, weniger gut. Koboldfass, komm, Babydrache. Schieß mal gegen den Heißluftballon da. Ja, scheiße. Naja. Hat er gut gemacht. Warten wir mal ab. Achten doch an mir. Der Schweinereiter direkt hinterher. Da spielt man mit einem Riesenskelett eine Runde. Die Valkyrie hinplatzieren. Ah, super, was hat denn der da alles für Charakter? Eine Nervensäge. Naja. Babydrachen. Ich habe da momentan nichts einsetzen könnt. Mauerbrecher bringen es irgendwie auch nicht. Guten Glück hatte ich jetzt direkt das Glück, dass er mir danach das Ding gegeben hat. Skelettarmee. Komm, 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 komm. Ah, doppel Elixierphase, zum guten Glück. Oh, Brecher. Komm, 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 komm. Skelettarmee.
Sprecher nach unten. Ach, Schweinereiter. Weg mit euch. So. Hatten die mal auf. Ne, halt! Weg da! Pfui! Na scheiße! Naja. Der Plan war etwas anders als wir sagen, aber naja. Wenigstens kann der Junior soll nicht sagen, dass ich nur am Gewinnen bin. Hier da hin und wieder auch mal. Der Victor. Victor nervt da direkt schon am Anfang rum. So ein kack Heißluftballon. Komm, Babydrache. Gut. So. Hat er gut gemacht mit der Musketierin. Einfach eins über die Rübe. Komm, 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 komm. Platzieren wir mal die Valkyrie hin. Schon wieder mit Babydrachen. So, bei dem muss ich ja aufpassen, er hat ja einen Heißluftballon. Nee, Mauerbrecher, weg mit euch. So. Bomber will er kommen. So, mein erster Turm hat sich verabschiedet. Sehe ich aber nicht weiter schlimm. Seine zwei Türme haben nicht mehr viel HP. Oh, Schweinereiter hinterher. So, zwei Türme konnte ich mal erfolgreich zerstören. So, Banditin. Ja, ich denke mal, wir schaffen das schon. So, zweimal noch raufhauen. Komm, Schweinereiter, okay, dann halt nicht. Schicken wir mal die Mauerbrecher außen rum. Oh. Komm, einmal ranrennen. Banditin, blip. So. Komm, Mauerbrecher. Ja, so. Hätte noch mal knapp werden können. Besser so. Schicken wir mal Riesenskelett nach links runter. Komm, lass die Valkyrie da in Ruhe und hau mal ordentlich auf den Turm rauf. Scheiße. Der Arsch hat mir da ziemlich viel Schaden gemacht. Thank you.
Komm, 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 Skelettarmee. Oh, Brecher. Ist ungefähr ausgewogen, also von der Stärke her. Okay, jetzt zerstört er mir meinen Turm. Danke. Ja, warte mal, schicken wir mal das Riesenskelett nach unten. Drüben schnell die Banditin, weil die ja schnell Ziel rennt. Ja, jetzt kommt der da mit seiner Kack-Valküre. So. Ne, 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 weg da. Pfui. Es ist attackiert mit allem Möglichen. Eine Nervensäge. Ja. Also, was soll ich da groß machen? Zwei Drachen am Start. Oh, komm. Meine Reiter. Mach ich ihm ein wenig Druck. Komm, 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 komm. Oh. Jetzt noch die Skelettarmee, dann haben wir ihn. Oder? Ja, Schweinereiter noch zusätzlich. Irgendeiner wird da schon einmal raufhauen können. Ja, Banditin auch noch, notfalls. Zack, und wir haben ihn. So, Tesla-Spule. Weiter geht's. Ja, jetzt kommt der schon mit dem Wutzauber direkt am Anfang. Mann, Nervensäge. Und Banditin, komm, 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 komm. Schnell runter mit dir. Brav. Ja, super, ich hab dann Babydrachen nicht zur Auswahl. Mein Turm wird sich da jetzt verabschieden. Ohne Luftabwehr. Leicht möglich, dass ich da abkratze. Komm. Also einfach mal Babydrachen aufsparen.
Glaubt man nicht, dass der da jetzt allzu begeistert war, dass die da den Mauerbrechern hinterher gerannt sind. Komm, 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 Babydrache, speib Feuer, zerstör den scheiß Luftballon. Schweinereiter. Ja, das Blöde ist eben, dass der mir ziemlich viel Damage reinzieht. Kommt dann noch mit dem Koboldfass. Oh, Mauerbrecher. Seht ihn. Komm. Oh, jetzt kommt er wieder mit dem Heißluftballon und ich habe einen Babydrachen nicht zur Auswahl. Mann! Das war ein knappes Ding. So, mal schauen, was der jetzt macht. Okay, Lakaienhorde. Ein Babydrachen. Ein Babydrache. Der natürlich auch mit dem Babydrachen. Perfekt. Scheiße. Ja, dann schicken wir mal einen Schweinereiter nach unten. So, Valkyrie gegen Valkyrie. Aber das ist jetzt unfair, wenn der die Banditin da auch noch einsetzt. Den kann ich nicht gut einsetzen. Skelettarmee gegen die Valkyrie. Wäre nicht gerade ideal. So. Natürlich greift er direkt den Hauptturm an. So ein Arsch. Muss das doch sein? Okay, mein Hauptturm hat nur mehr 1003 HP. Nicht gerade ideal. Ja, jetzt kriegt er mich. Ja, jetzt hat er mich, scheiße. Kann man nichts machen. Es hat so gut angefangen und mittlerweile läuft es gar nicht mehr gut. Naja. Habe ich es mir fast gedacht.
Okay. Ich hoffe mal, dass da ein Turm mit einem Inferno-Drachen irgendwie klarkommt. Ja, super. Oder gar nicht. Wäre dann auch eine Variante. Nerv noch nicht die ganze Zeit rum da mit deinem Inferno-Drachen. Ja, scheiße. Zweiter Turm verabschiedet sich auch gleich, ja. Nervt der da eins rum mit seinen Inferno-Drachen? Ich hab den noch nicht, deshalb. Ganz normalerweise auf dem Main-Account habe ich ja auch beide Drachen drin. Daher habe ich einen Inferno-Drachen noch nicht, also bin ich notgezwungen, normalerweise immer nur mit einem Drachen am Start. Komm, Schweinereiter, nochmal draufhauen. Ja, perfekt. Komm, kill doch mal den scheiß Magier da. Ja, 300 HP, 100, ja, jetzt hat er's. Mal schauen, was der jetzt macht. Oh, gut gemacht. Nee, genau jetzt kommt er mit einem Inferno-Turm. So den Arsch. Inferno-Turm mag ich sowieso nicht. Skelettarmee. Schau, jetzt wird das hier wieder einen Inferno-Turm hinplatzieren, oder? Komm! Komm, Banditin, beeil dich. Ja, jetzt kommt er mit einem Inferno-Turm. So, mal das Riesenskelett nach unten schicken. Blöd ist nur, dass bei mir der linke Turm nur mehr 80 HP hat. Oh, habe ich ihn. Wenn er jetzt nicht noch einen Inferno-Turm hin platziert.
genau, wie ich es befürchtet habe. Komm, explodier doch mal. Scheiße. Wieso der nicht den einen Turm angreift, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber naja. Wird schon seine Gründe haben. So, Schweinereiter hinterher. Komm, rennt einmal runter, zweimal draufhauen und der Turm gehört uns. Ja, so. Sind wir wenigstens auf Nummer sicher. X-Bogen. So, schieß mal zu deinem Ding rüber. Mag einen X-Bogen überhaupt nicht. Komm, Turm. Ah, Skelettarmee. Denk mal, die Valkyrie müsste es alleine schaffen, ja. Zweimal auf den Kopf hauen und weiter geht's. Scheiße. Dachte ich schaff's, dass sich der Drachen da umdreht. Von wegen. So, jetzt haben wir seinen zweiten Turm. Jetzt gehen wir noch auf den Hauptturm. Fängt ja schon mal gut an. Babydrache. Skelettarmee noch. Ja, Valkyrie, komm. Glück gehabt. Jetzt habe ich ihm mehr Schaden gemacht, als wir mir. Das ist schon mal positiv. Oh, Lakaiden hat auch nicht allzu viel Schaden gemacht.
Schweinereiter hin. Schicken wir die Banditin auch noch hinterher. So, du gibst mal Ruhe da mit deinem Blashorn. Blasrohr. Hey Golem! Tja, wenn es ihm gefällt, wieso nicht? Ich habe da keine Einwände. Also mich wirst du da wenig bis gar nie hören. Nö, leider hat er das Gift ins Leere eingesetzt. Also ich klag da mal bestimmt nicht. Ja, jetzt kommt er schon wieder mit dem Bäcker. Was hat denn der für ein Problem? Oh, Banditin. Und bei dir alles klar. So, Schweinereiter. Oh, hat zweimal drauf. Ja, außer dass meine Emotes für die Subs noch nicht genehmigt wurden. Ich warte mittlerweile seit 2 Wochen, dass die mal meine Emotes bestätigen würden. Dauert aber anscheinend bis zu 3 Wochen, bis die da mal kontrolliert haben. Ansonsten kann ich eigentlich nicht klagen. Gesund bin ich auch wieder fast zur Gänze. Ich hatte ja 40 Fieber. Nee und nein, ich hatte nicht ein Coronavirus. Ein Corona-Bier auch nicht. Also von dem her. Generell kein Bier, da ich nichts trinke. Hatte ich weder das Corona noch sonst irgendwas anderes. So eine Nervensäge. Kommt er da mit dem Knall? Oh, Schweinereiter auch mal nach unten schicken. So, mal die Musketierin da ausschalten, weil die macht ziemlich viel Schaden. Ja, Babydrache, das machst du ja hervorragend. Okay, ein Schweinereiter hat mir da einen Turm zerstört, war nicht so geplant, aber naja. Wenigstens ausgeglichen. Also der Inferno-Turm nervt tierisch. Ich habe ja Zeit. Aha, so einer. Schickt er mir rechts dann noch ein Schweinerei. Ey! Unfair! Über meiner Kam. Ja, also zum einen die letzten Abonnenten, zum anderen die Amazon Prime Sub gemacht haben. Dann wer gecheert hat, Bits gespendet und so weiter. Ja, scheiße, jetzt kriegt er mich noch. Ich bin ja mittlerweile bei Twitch Affiliate. Also.
Einmal bei mir, wer Amazon Prime hat einen Sub da lassen, kriegt der eigene Emotes und so weiter, aber die haben müssen überprüft werden von Twitch und dauert bis zu 3 Wochen. Und das gestern gingen die noch nicht. Mal. Können wir mal schauen. Mal schauen, ob es geht. Also haben sie noch nicht bestätigt. Oh, ja, die Mauerbrecher auch nach unten. Okay, die drei Hanseln da von Lakaiden müssen mir auch noch ordentlich Schaden reindrücken. Das ist so ein Kack. Ha! War jetzt nicht nett, dass er mir da meinen Prinzen, alten Prinzen, ja, einen dunklen Ding da so früh abgeknallt hat. So, Schweinereiter hinterher. Und du gehst nicht zur Schule. Wie spät ist denn überhaupt? 12. Der dachte, dass ich da die Skelettarmee so weit hinten hin platziere. Mittlerweile weiß ich schon, dass ich da die Skelettarmee nicht so weit hinten hin platzieren soll. Lernt man mit der Zeit dazu? Da schicken wir Schweinereiter auch noch nach unten. Oh, Mauerbrecher. Nochmal ein Riesending. So frei? Da ist du schon wieder frei. Ist ja auch mehr zu Hause als wie in der Schule. Ferien? Was gibt's denn da schon wieder für Ferien? Ach du dickes Ei. Ich komm da gar nicht mehr mit. Bei uns sind ja sowieso andere Schulferien als wie bei euch. Deshalb heißt es ja nicht, dass bei uns da Schulferien sein müssen. Faschingsferien, nö. Warte mal, der Februar, ja, könnt hinhauen. Wann ist denn heuer Fasching? Fasching ist ja nie zur selben Zeit, hängt ja mit Ostern zusammen. Übrigens, ich habe heute die Ding gekriegt, die. Ja, wie heißen die? Tante da mit dem Raketenwerfer. Die Feuerwerkerin habe ich heute gekriegt. Aber nur auf dem Account, auf dem Main-Account nach wie vor nicht. Ja, Magic. Showtime schon. Mich auch. Da schicken wir mal das Riesenskelett hinterher. Zum guten Glück habe ich vorhin nicht einen Babydrachen nach unten geschickt. Ah, oh, Babydrache. Scheiße. Macht mir ordentlich Damage. Pum. Ding. Ja, super, seine Valkyrie killt meinen Turm. Ich sehe es schon kommen. Ja.
Naja, egal. Aber da sein Turm auch nur mehr 70 HP hat, sich dem Ding da eigentlich ziemlich entspannt entgegen. Ach du Arsch, du! Kennt ihr den Arsch? Magier. Den überhaupt nicht. So, mal schauen, ob die Mauerbrecher bis nach unten kommen. Ja. So. Warten wir mal ab, bis die Doppel-Elixier-Phase beginnt. Ja, super. Ich habe wieder mal nach wie vor einen Babydrachen nicht zur Auswahl, danke. So hat man das Deck am liebsten, wenn er dir nicht die Charakter gibt, die man braucht. Ja, super, Wutzauber auch noch, danke. Sonst noch Wünsche? Ja, super, jetzt hat er mich. Ja, 16 HP, ja, super. Brauche ich gar nichts mehr machen. So, er hat gewonnen. Er kann sich mal aussuchen, wo er hinrennen will, zum Verteidigen. Ja, natürlich habe ich die Skelettarmee nicht, beziehungsweise ich habe zu wenig Elixier. Man kennt ihn. So, sein Drache muss sich da mal schnell umdrehen. Komm, knall den scheiß Drachen ab. Ja. Zum Thema Drachen abknallen. Ja, jetzt kommt er mit dem Mauerbrecher auch noch. Mini-Backup, beruhig dich mal. Okay, er hat einen Elixiersammler im Einsatz. Was kommt denn da jetzt auf mich zu? Ja, so ein Kack. Ja, ich hab schon verstanden, dass du da angreifen willst. Ja, scheiße. Was ich heute gewonnen habe, falle ich jetzt wieder zurück, oder wie? Geht's so irgendwie in die Richtung Herz hin, oder? So, Skelettarmee mal raufschicken. Drüben. Jetzt kommt er ja schon wieder mit dem Heißluftballon. Mann, was haben die alle? Komm. Babydrachen, sonst wird mir da nicht viel übrig bleiben. Einmal auf die Rübe raufhauen.
Aha. Tunnelgräber, weg mit dir. Pfui. Komm. Valkyrie bräuchte ich jetzt. So, eine Minute 37. Dir vorhin schon gesagt, du sollst da mit deinem Blasrohr da aufhören rumzualbern. So, Doppel-Elixier-Phase beginnt jetzt gleich. Ein paar Sekunden noch. 1, 2, 3, los. So, schon mal ein wenig Druck aufzubauen. Dass der da beschäftigt ist. Am Verteidigen und kaum Zeit hat anzugreifen. So. Hallo MacLion. So. Zweiter Turm muss er dran glauben. Ah, scheiße, sein Inferno-Drachen. Zerstört mir da sicher noch den einen. Es wird knapp. Ja, wie der Dunkelgräber da so begeistert drauf reinhaut. So, wir haben ihn. So, GG habe ich immer noch nicht auf dem Stream Deck oben. Naja, gut. Kapuff, passt auch. Okay, Namen von dem lese ich euch mal nicht vor, weil könnte ziemlich kritisch werden. Jetzt kommt der mit seinen Kackdrachen. Super, und ich habe da gar nichts, was ich da einsetzen kann. Bis jetzt haben eigentlich in der Liga, beziehungsweise in der Arena, eigentlich Spieler nie den Drachen. Also. Befürchte, der wird mir da meinen Turm zerstören. Hm? Nicht nur befürchten, sondern schon ganz wahrscheinlich. Ja. Kein gutes Omen. Ja, super, der kommt nur mit Luftangriffen. Ja, scheiße. Der einzige Luftangriff, den ich da drin habe. In dem Deck momentan. Der Babydrachen. Eine Katastrophe. Leider habe ich einen Lava-Drachen noch nicht. Sonst hätte ich den auch drin im Deck. Dann schaut's halt nicht rosig aus. Bomber. So, Doppel-Elixier-Phase und schon verloren. Ja, hat mich auch nicht gewundert. Hatte ich mir irgendwie schon gedacht. Was macht er denn?
dann nichts macht. Erzähl halt dich mal hin. So, mal die Valkyrie da in der goldenen Mitte hin platzieren. Mega Lakai. Ja, der hat auch die Banditin am Start. Oh, Banditin, komm, schnell runter. Soll ich denn da einsetzen gegen die gegen's Koboldfass? Mauerbrecher bringt's mir irgendwie nicht. Eieiei, so, Babydrache zerstört gerade meinen Turm. So, weg mit dir. 20 Sekunden beginnt die Doppel-Elixier-Phase. Der einzige, was ich da einsetzen kann momentan, ist Banditin. Warte mal, Musketierin. Oh, gleicht sich so endlich mal wieder aus. Schweinereiter hin. Ruhe da, Babydrachen. Weg da von meinem Turm. Ja, jetzt hat er mich, scheiße. Tja. Hallo Ibrahim, grüß dich. Nee, eigentlich anfangs, als ich angefangen habe zu streamen, nicht. Aber das ist so normal ab 11 Uhr vormittags fangen dann wieder mal an, bessere Spieler drin zu sein. Also ich habe auf dem Main-Account heute Nacht gespielt von 1 bis 5 ungefähr. Da waren wirklich bessere Spieler drin, als wie normalerweise, aber wahrscheinlich wegen einem Season-Ende. Ansonsten vormittags eigentlich so bis 10, 11 kannst du eigentlich normal spielen. Da sind nicht so gute Spieler drin. Dann so gegen 11 Uhr fangst dann an, dass Brasilianer drin sind, Chinesen. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit die haben. Ich denke mal, es hat mit der Zeitverschiebung zu tun. Meistens so ab 11 Uhr vormittags wird es dann kritisch. Deshalb, wenn du da mal schlechtere Spieler suchst, da wirst eher fündig so von 8 Uhr in der Früh bis 11. Ja, zu gut. Teilweise haben die auch so viele Elixier, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob da wirklich alles so richtig legal läuft.
Von dem her, aber bitte, müssen die wissen. Also ich kann nur sagen, bei mir ist es halt jetzt mal so, wenn ich einen Chinesen drin habe im Match, auch auf dem Main-Account, da habe ich die Schnauze voll, weil meistens haben die dann gefühlt unbegrenzte Elixier. Also der kann Golem hin platzieren, zwei, dreimal hintereinander, wo ich nicht mal schaffe, einen Babydrachen hin zu platzieren. Also von dem her. Und meistens macht das Spiel dann irgendwie keinen Bock mehr, wenn du dann plötzlich nur mehr solche Gegner hast. Deshalb meistens streame ich auch hauptsächlich abends, wo es relativ ruhig geht. Da hast du zwar auch Chinesen drin, aber nicht die ganze Zeit. Schlechteste Zeit ist eigentlich so von 12.30 Uhr, 13 Uhr weg. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Match gegen einen Chinesen spielst und Brasilianer, ziemlich groß. Hingegen bei Europäern verläuft das Spiel eigentlich ziemlich normal. Mal gewinnst du, mal verlierst. Aber bei den Chinesen, großteils, auch bei den Russen. Du erkennst das ja an den Namen her. So, wir haben es geschafft. Ciao, Higro. So. Endlich wieder mal ein Win. Not only German and Italian. And a little bit English. Clash Royale habe ich angefangen vor 2 Monaten. Und auf dem Main-Account bin ich mittlerweile seit einem Monat auf Liga 2, zwischen Liga 1 und Liga 2. Es geht ständig rauf und runter, deshalb habe ich mir da eigentlich zum Streamen einen zweiten Account erstellt, weil es null Bock mehr gemacht hat, ständig nur mehr rauf und runter zu kommen. Deshalb, ich sage immer, bei mir ist es so, wenn ich da nicht mehr weiterkomme, da lasse ich es lieber sein, weil da wirst du total demotiviert. Und bei dem Account hier bin ich ja auch mittlerweile Arena 11. Nö, eigentlich nicht. So 2-3 Mal die Woche, dass ich spiele. Auf dem Main-Account eigentlich, ja, täglich nicht, aber so alle 2 Tage, wo ich beim Main-Account reinschaue. Und bei dem Stream-Account hier schaue ich auch so 2-3 Tage rein. Dann mal habe ich einen Tag, wo ich öfter stream, so wie gestern habe ich auch gestreamt. Aber generell so alle 2-3 Tage. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel erst vor 2 Monaten angefangen zu spielen. Und wie gesagt, bei meinem Main-Account bin ich dann ständig zwischen Liga 1 und Liga 2 hin und her. Und das nervt mich so tierisch ab, dass ich da eigentlich weniger spiele. Weil es richtig nervig ist, wenn du nicht mehr weiterkommst. Ja gut, es kommt immer darauf an, welche Decks du hast. Also ich habe da auch nicht die ganzen Karten, die ich auf dem Main-Account habe. Dafür habe ich hier zum Beispiel, was ich beim Main-Account nicht habe, die Banditin und die Feuerwerkerin. Es kommt immer extrem auf den Deck drauf an. Und natürlich auch die Gegner. Ja, zum Beispiel beim Main-Account habe ich dann beide Drachen drinnen, was ich hier leider nicht machen kann, weil ich nicht beide Drachen habe. Hier habe ich nur einen Baby-Drachen. Da schicken wir mal. Ja, jetzt kommt er wieder mit einem Heißluftballon und ich habe da keine Abwehr. Scheiße. Ja, jetzt hat er mich. Ja, es kommt immer darauf an, wie du das Deck hast und auch. Nee, einen Elektrodrachen habe ich auch nicht. Hier auf dem Account habe ich überhaupt nur einen Babydrachen. Und auf dem Main-Account habe ich einen Babydrachen, einen Feuerdrachen. Wie heißt der Feuerdrache? Inferno-Drache. Und einen Elektrodrachen. Da habe ich 3 Drachen. Deshalb, normalerweise nutze ich immer 2 Drachen im Deck drinnen. Zum Angreifen und zu verteidigen, weil meistens nutzen jetzt die Leute ja die Heißluftballons.
Da habe ich meistens eben beide Drachen drin, dass die die Heißluftballons abwehren. Viele nutzen dann auch die Dings, die Lakaidenherde, Horde heißt die, glaube ich. Herde. Ja, auf jeden Fall die Lakaiden nutzen auch viele Leute. Da nutze ich auch gern Babydrachen. Dann kommt es immer drauf an. Andere spielen zum Beispiel viel mit Zauber. Ich mit Zauber schaffe ich keinen einzigen Win. Ich habe noch nie ein Match gewonnen, wo ich einen Zauber eingesetzt habe. Ich habe mal probiert, das öfter einen Wutzauber reinzutun. Nee, klappt bei mir ganz und gar nicht. Das hat viel zu tun, eben wie einer gewohnt ist zu spielen. Ob auch einer defensiv spielt oder gern reinpusht. Ich bin eher der Typ, der reinpusht. Ja, ein Wutzauber zum Beispiel, ich komme mit dem nicht klar. Ich setze den irgendwie gefühlt immer im falschen Moment ein. Und natürlich, wenn du da 3, 4 Matches verlierst, hast du bald die Schnauze voll, weil du jetzt mal so weit nach unten fällst wieder. Gut, bei Liga-Account ist ja nicht das Problem, weil du unter Liga 1 nicht mehr runterfällst. Aber trotzdem. Es ist halt so, einige haben die Gabe oder nutzen die Zauber ziemlich gern, ich wiederum gar nicht. Es hat auf jeden Fall damit zu tun, wie einer gern spielt. Deshalb, ich sage ja nie, dass ich gut bin oder so. Aber ich zum Beispiel mit Zauberkräften, ne. Übrigens, ich muss heute nochmal auf den Main-Account reinschauen. Ich glaube, heute, weil ja die neue Season anfängt, falle ich wieder zurück auf Liga 1, oder? Ich glaube schon. Es war letztes Mal, glaube ich, auch so. So, ich brauche da ja nur Zeit schinden. Oh. 20 Sekunden noch durchhalten. Ah, okay. Nee, scheiße. Komm, 3, 2, 1. Nee, er kriegt meinen Turm, scheiße. Naja. Dann ziehen wir halt eine Verlängerung hinterher. Ja. Nebenbei mal das Handy starten. Kann ich mal direkt reinschauen. Clash Royale. Ja, super, wenn der da noch ein paar Hütten hin platziert. Oh. Solche Spieler gehen mir total auf den Keks. 5 Millionen Hütten da. Ja, jetzt kriegt er mich auch noch. Das ist kaum eine Chance, wenn er so viel hinplatziert. Hallo, ich komme nicht mehr hinterher. Kommt er noch mit der Rakete? Ja, gut. Was Royal? Also, gehen wir mal reinschauen. Ja. 4.300 hatte ich und jetzt bin ich auf 4.150. 4.152 Punkte. Kiste öffnen. Minuten. Nächste auf. So, soll der sich mal da rumärgern mit dem Riesenskelett und mit dem Ding. Ist der AFK oder nicht? Probieren wir mal direkt den linken Turm auch anzugreifen. Ah, okay. Er ist sogar anwesend. Wieso wartet man dann so lange zu verteidigen? Ja, mir kann es ja recht sein. Hä?
Okay, der hat einen Hauptturm auf 10. Also vermute ich mal, dass der mir nur einen Vorsprung lassen wollte. Ist ja das öfter mal. Gestern auch hatte ich da ein Match, wo einer einen Turm auf 13 hatte. Juhu! Da ist das Match natürlich von Anfang an fair. Turm 7 gegen Turm 13. Ich wusste nicht mal, dass es bis 13 geht. So. Warten wir mal ab, was der da macht. Der schreibt zwar seinen Namen Morgan, also Nick Morgan, aber könnte auch Morgan sein. Zumindest gerade der Schnellste ist es nicht. Könnte auch ein Bot sein. Okay, 13. Ja, ich habe eigentlich die Karten, die meisten. Ja, auf dem Main-Account habe ich sie 9 oder 10. So, Pum. Ja. Super, kommt da mit dem Bomber. Nö. Ganz und gar nicht. Generell bei keinem Spiel. Das nervt mich so tierisch. Das einzige Spiel, wo ich jemals Geld ausgegeben habe, war immer Fortnite und nur einen Battle Pass zu kaufen. Also Skins und so habe ich damals auch nie gekauft. Ganz allein den Battle Pass und das war's dann eigentlich. Und die Münzen, die du da ausgegeben hast für einen Battle Pass, hast du ja letztendlich wieder zurückgekriegt und fürs nächste Jahr oder für die nächste Season wieder ausgegeben. Ah nee, ich bin nicht so der Typ, der da Geld rein raushaut. Ja, ich nicht. Ich habe eigentlich nur immer einen Battle Pass gekauft und das war's. Nebenbei mittlerweile habe ich wieder mal angefangen reinzuschauen, aber nee, es macht keinen Spaß mehr. Also ich mag die neue Karte überhaupt nicht. Nebenbei war es früher ja so, dass man wenigstens Gruppenkeile spielen konnte. Wenn man nicht der beste Spieler ist, hast du da ja sowieso keinen Spaß. Da konnte man wenigstens noch Gruppenkeile spielen und mittlerweile ja, kannst du Gruppenkeile auch vergessen. Sind ja da voll die Profis am starken Gruppenkeile. Die spielen da, als ob sie für Turniere spielen. Deshalb momentan ist es ziemlich kritisch, man weiß nie, was man spielen soll. Das Problem ist ja das, normalerweise hast du ein Spiel, wo du hingehst, okay, ich freue mich, heute spiele ich mal, was weiß nicht, Fortnite. Momentan bin ich da nicht motiviert, ich weiß nicht. Welches Spiel mich da reizt, okay? Clash Royale zu spielen, ja. Aber nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe da stundenweise rein und stream da wie bei Fortnite-Zeiten 7 bis 8 Stunden durchgehend. Aber momentan, wie gesagt, der Markt ist einfach so langweilig, fad momentan. Ich wüsste nicht, was ich da spielen soll. Apex zum Beispiel hat mir von Anfang an nie so gepasst, weil du zu dritt spielen musstest. Das ging mir damals schon satirisch auf den Keks. Ein Spiel, wo du zu dritt spielen musst. Es ist momentan ziemlich kritisch, weil man weiß nicht, was man spielen soll. COD mag sein, aber ja. Auf PC hast du nach wie vor, egal welches Spiel du spielst, so viele Hacker drin. PlayStation geht mir auf den Keks. Ja. Er hat auch schon meinen ersten Turm zerstört. Perfekt. Ja, jetzt kommt er mit dem Inferno-Turm auch noch. Da bleibt nur zu hoffen, dass dann heuer mal neue Spiele rauskommen. Also ich habe da keine Einwände. Soll ja GTA 6 rauskommen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, ich werde es mir direkt am Anfang an zulegen. Endlich mal ein neues Spiel, wo ich richtig sagen kann, ich habe Bock drauf, was Neues auszuprobieren. Ja, Brawl Stars habe ich probiert zu streamen, aber ja, so mit Tastatur und Maus ist nicht gerade mein Fall. Weil ich ja über PC spiele. Und mit einem Emulator, du kannst zwar einen Controller nutzen, aber nee. Es fühlt sich irgendwie komisch an.
hab schon gesagt, wenn bald kein besseres Spiel rauskommt. Ja, jetzt kommt er mit dem Golem auch noch. Ja, so ein Kack. Dann kann ich frisch anfangen, Heyday zu streamen. Okay, ich war sowieso ein Suchti von Heyday. Also von dem her, zutrauen würde ich es mir sogar. Ja, super. Inferno-Turm noch ein bisschen näher hin platzieren. Schweinereiter. Ja, super. Inferno-Turm. Der Schweinereiter springt da auch rum, dass er sie nicht mehr alle in Scherben hat. Ja, super. Mega-Ritter. Becker. Inferno-Turm. Was kommt denn jetzt wieder? Ein Golem, oder? So, Schweinereiter schnell rein runter. Yes. Was habe ich denn gesagt? Ein Golem. Kann ich es mir jetzt aussuchen, oder? Was will ich denn da groß machen? Mega Ritter, Golem. Ja, so ein Scheiß, Mann. Naja. Und bei Liga 1 und 2 geht es dir halt den ganzen Tag so. Du gewinnst 2-3 Runden und dann fällst du wieder zurück. Und irgendwie nach gefühlt einer Stunde hast die Schnauze sowas und voll, dass du am liebsten das Handy irgendwo an die Wand schmeißen würdest. Ja, der hat sich ja Zeit gelassen. Er hat ja nur einen Mega-Ritter reingesetzt, einen Golem und dazu noch einen Bäcker. Und zur Abwehr und noch auf den Keks zu gehen, Inferno-Turm, gleich wie der jetzt. Ja. Level 7 gegen... Ja, super, will er noch was hinplatzieren? Dicke sei. So, mal schnell... Ja, X-Bogen auch noch, Mann. Super, wenn ich da was raufschicke, zerstören sie mir sofort alles. Und dann wunderst du dich, dass man da nach einer Stunde die Schnauze irgendwie gefüllt voll hat. Ich sage immer meistens, jetzt ist es sowieso 12:30, jetzt fängt es an, dass da die Chinesen wieder am Start sind. Also beste Zeit nach wie vor so zwischen 8, 9 Uhr morgens bis um 11 ist die ideale Zeit, um es vorsichtig zu formulieren. Ach, kannst du zwar auch noch spielen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da hohe Levels hast und Chinesen im Match extrem groß. Da habe ich eigentlich nicht lange gebraucht, drauf zu kommen. Nicht mal 2 Monate. Da habe ich mich mal bei anderen Spielen ziemlich schwerer getan. Also bei Fortnite auch. Also, da war ich mittlerweile schon Season 7 oder Season 8, bis ich angefangen habe, mal halbwegs bauen zu können. Was mir jetzt noch tierisch auf den Keks geht, bei Ding, was spielst du über PC, Fortnite oder über PlayStation? Also, zumindest auf PC mit Controller haben sie das, den Aim Assist total umgeändert. Okay, PC. Ich spiele auch PC, aber mit Controller. Und da haben sie den Aim Assist dermaßen geil umgeändert, dass du da, wenn du ohne Aim Assist spielst, noch eher was triffst als wie mit. Und es ja früher zum Beispiel die Alt-Tasten triggern, da hat er automatisch auf ein Ziel fokussiert. Mittlerweile hast du den Scheiß jetzt gar nicht mehr. Und halt ein Ping. Früher hatte ich einen Ping von 14 in Fortnite, mittlerweile seit Kapitel 2 habe ich einen Ping von 38. Ja. Gewonnen, obwohl der Level 10 ist. Kann man mal machen. Ein Ping. Geht denn das? Ein Ping. Da müsste es ja direkt auf dem Server von Epic sein. Tja, so gut dann auch nicht. Also sobald... Ja, super, der fängt schon direkt am Anfang an rumzueiern.
Ah! Oh! Ja, jetzt kommt da drüben Werner Drachen, danke. Tipptopp Nickdorn. Vom Namen her zumindest kein Chinese. Naja, das hat ja nichts damit zu tun, was man zahlt. Also es kommt immer darauf an, wie weit das Server von einem Weg ist. Ich habe da auch der einzige Server, wo ich so einen hohen Ping mittlerweile habe, ist Fortnite. Und Anfang von der Season ging es eigentlich noch. Irgendwie haben sie dann die Lobbys geändert. Von da weg ging bei mir der Ping nach oben. Also ich möchte da nie wieder Glasfaserleitungen missen. Ja, nebenbei bestes Beispiel, dass du da einen Preis nicht vergleichen kannst. Ich bezahle auch beim Handy für 70 Giga, unbegrenzt SMS, unbegrenzt Telefonate. Was zahle ich? 5,86 € im Monat. Also Top-Tarif. Bin nur froh, dass sie bei uns da momentan sowieso ganzen Handyanbieter die Arschkarte gezogen haben und ein Angebot nach dem anderen raushauen. Ja, bei uns hast du Prepaid und momentan ich zahle 5,86 € im Monat. Hab 70 GB dabei. Da haben wir auch nur Glück, weil momentan bei uns so viele neue Anbieter da sind von Frankreich. Die Top-Angebote machen und da unterbietet sich Vodafone und die alle irgendwie gegenseitig. Dann hauen die solche Angebote zu 5 € raus. Mir kann es ja recht sein, ich habe lang genug zu viel bezahlt fürs Handy. Also wenn ich die Werbung schaue in TV drinnen aus Deutschland, sind da die Tarife auch nicht mehr so top, wie sie mal waren. Scheiße. Jetzt kommt er wieder mit einem Golem. Golem am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, oder? Naja, haut mal nicht mehr hin. Öffnen. Was kriegt denn da schön? Fledermäuse, Ofen und. Mal auf. Mal schauen. So, was habe ich denn da gekriegt? Neues Video, wir haben einen Allroad. Okay, JP Performance. Ja, verschieden. Meistens kommt es darauf an, wie gerade der Chat aktiv ist. Aber bei mir ist meistens eben so, dass ich viele Zuschauer habe und kein Arsch schreibt rein. Also wenn ich da laut Statistiken nachschaue, bei mir auf dem Kanal, ist dasselbe wie bei YouTube. Ich habe viele Zuschauer, die von auswärts kommen, die nicht Deutsch können und die schreiben dann halt nicht rein, schauen zwar zu. Natürlich, wenn ich da jemand drin habe, der aktiv mitschreibt, dann meistens streame ich länger. Hingegen, wenn da niemand drin ist, der schreibt und nur die Leute zuschauen, dann so eine Stunde, eineinhalb. Wenn Leute drin sind, die schreiben, verschieden, meistens 2-3 Stunden. Wenn ziemlich viele Leute am Start sind und man richtig Spaß hat, dann auch 5-6 Stunden. Auch schon des Öfteren. Es hat hauptsächlich damit zu tun, wie viele Leute drin sind.
Ja, super. Was soll ich denn da jetzt einsetzen? Schweinereiter. Oh. Fängt ja schon wieder mal gut an. Ja, jetzt hat er mich schon. Scheiße. Ja, ich kann da nur abwarten. Ja, super. Naja. Denk mal, ich werde es lieber mal sein lassen. Haut irgendwie nicht mehr hin. Irgendwie vergammle ich jetzt jede Runde. So Leute, ich werde mal dann was kochen gehen. Wir sehen uns später wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye. See you.